Alexander Klaus, Juliette Schoppmann, Ellie R., Lela Heine, Tobias Reiger, Leon Grosch, Mark Medlock, Margarete Ulla, Thomas Gottschalk, Michael Schumacher. Kack, egal welche Namen wir hier noch nennen, kein Schwein erinnert sich nämlich mehr an die Finalisten der letzten 10 Jahre. Und das ist auch gut so, denn dieses Jahr sollt ihr euer Geld verheizen für Lisa oder Beatrice. Pest oder Cholera, wie jedes Jahr. Deutschland und willkommen beim DSDS-Finale, das wir gleich mal mit so viel Feuerwerk eröffnen, dass Nora auf der Bühne zusammenbricht und die Musik trotzdem einfach weiterläuft. Wer ist? Wer Nora ist, fragen Sie sich? Irgendeine der Top Ten, an die man sich bald nur noch für ihr Abklappen im Finale beim Gruppensong erinnert. Ja, auch dieses Jahr dürfen wieder all die traurigen Gestalten ein letztes Mal in Schulchorqualität ein Lied verschandeln. Dieses Jahr, what a feeling! Dieses Feeling nennt sich Fremdschämen, das Gefühl, das man Woche für Woche verspürt, wenn man DSDS guckt. Fast hätte Lisa nicht antreten können wegen einer Kehlkopfentzündung und dann wäre Ricardo netterweise eingesprungen. Als Dank dafür darf er trotzdem heute nochmal ein Solo singen hier. Nein, nicht nur, dass die Ricardo-Fans wieder einschalten und weil RTL mit ihm noch eine Solo-Karriere geplant hat, Quatsch. Olivia, wie war denn deine Zeit hier, hä? Ja, ich kann ja gar nicht glauben, dass das jetzt alles schon vorbei ist hier. Wir hatten ja so eine schöne Zeit. Da sprichst du aber nur für dich. Danke an das gesamte Team, besonders Dieter. Aber die olle Bill Kaulitz hier hat versucht, mich aus der Sendung zu mobben, ja? Und ich dachte, wir Transen müssen zusammenhalten. Okay, das war lustig. Im Grunde war Olivia Jones aber auch noch das Erträglichste in dieser Staffel. Fangen wir mit unserer peinlichen Schlagertussi Beatrice an. Also, ich habe mir vor dem Auftritt eine Flasche Champagner reingezogen, ja? Und besoffen ist das Ganze echt erträglich und plötzlich fühle ich dieses Schlagerfeeling. Also, Beatrice, du kamst ja hier schon so als richtiger, fertiger Star so an, ja? Während ihres Auftritts hast du mal so geguckt. Was sollte das heißen, Bill? Ja, das heißt, dass ich's cool fand. Ich weiß ja noch, wie das beim Casting war, ja? Da kamst du rein und wir fanden das alle gut, ja? Das Schönste wird sein, diese Stimme nicht mehr jeden Samstag hören zu müssen. Zumal es nicht alle gut fanden. Bill wollte sie nicht mal im Recall haben und Matteo wollte sie nur, wenn sie keinen Schlager mehr singt. Ja, also als fertiger Star kamst du hier natürlich nicht an. Also allein nur, welcher Gedächtnisschwund hier in der Jury, ja? Also, voll idiotischen Spasten. Eure Meinung ist ein Scheiß. Heißwert, denn ich bin der König von DSDS. Es ist schon peinlich, wie Bohn sich die gesamte Staffel kein böses Wort über die Kaulitz-Brüder erlaubte, weil er wusste, wenn sie gehen, kann er die Staffel vergessen. Und nun in der Finalshow pisst er Tom ans Bein. Wie unglaublich, unglaublich feige und arm. Beatrice hat hier gerade ihren Siegersong Mein Herz gesungen, den Schlager, den Dieter ihr geschrieben hat. Ich liebe den Dieter so, wenn der lächelt, ist der mal so süß. Ja, du hast den Song hier super gesungen und hast es allen gezeigt, ja? Also, du kommst hier als Mädchen super weit. Und dann noch mit deinem Schlager und ohne Schicksalsstory. Ach nun ja, da braucht man jetzt gar nicht so unschuldig tun. Sie haben versucht, dir irgendwelche Sexeskapaden mit Ricardo im Flugzeug anzudichten. Ging nur nach hinten los. Und was soll eigentlich dieser Siegersong? Der Text macht keinen Sinn und besteht aus dummen Floskeln. Aber das muss beim Schlager wohl so sein. Und jetzt kommt unsere Lisa, die gerade so schön Adele's Someone Like You gesungen hat. I wish nothing but the best for you. Die Aussprache ist grauenhaft und den Text versemmelt sie auch dauernd. Warum? Ach ja, Kehlkopfentzündung. Finde den Fehler. Ja, ich habe hier so das Gefühl, wie manche sich ihre Sprüche hier so bis zum Schluss aufheben. Hebst du dir deine Performances auf, hä? In your face, Bullen. Lisa, Respekt, dass du heute hier bist, ja, trotz der Krankheit. Aber mit einer Menge Cortison und Champagner lässt sich das auch ertragen, oder? Ich glaube, er redet gerade generell von DSDS, unabhängig von der Krankheit, oder? Ja, also ich fand's echt mega geil. Und wenn da mal was mit den Tönen gewackelt hat, ja, oder hast du das hier gleich mit deinem Po ausgeglichen? Wenigstens einmal muss ich ihn dieses Jahr bringen. Kadum-tisch. Und was haltet ihr von Lisas Siegersong Heartbreaker? Ja, also ich habe gedacht, du singst ja was Deutsches. Das hätte auch sehr gut gepasst. Aber da kannst du dich auch später noch für entscheiden. Ja, also wenn du dann später Musik machst. Genau, weil das bei DSDS ja auch die Gewinner entscheiden, welche Musik sie machen wollen. Nicht. Und zum Song, wenn im Refrain Heart, Heart, Heartbreaker auf Love Faker gereimt wird, muss man, denke ich, nicht mehr viel dazu sagen. Kam ja auch wieder ein bisschen bekannt vor, die Nummer hier, oder, Herr Komponist? Oh, Wunder.
So, nach einem peinlichen We Have a Dream Flashmob im Studio, der uns 10 Jahre zurückwirft in die Zeit, wo DSDS noch erfolgreich lief, sind wir nun schon bei der Entscheidung. Und es ist gerade mal 11. Tja, da hat die Entscheidungsshow letzte Woche die Zuschauer wohl eher vergrault, anstatt Unsummen Geldern einzutreiben. Scheiße, war. Und wer hat wohl gewonnen? Die 21-jährige Lisa, die man tut, als wäre sie 12, oder die 24-jährige Beatrice, die sich benimmt wie eine 42-jährige Schlagereule? Richtig! Deutschland sucht den Schlagerstar, hat Beatrice zur Königin gekrönt! Wohl er zu neuen RTL-Sklavin. Was lernen wir aus dieser Staffel? Immer wenn man denkt, es kann nicht noch langweiliger werden als im Vorjahr, belehrt uns RTL eines Besseren. Jeder kann sich glücklich schätzen, der sich nicht eine Folge lang in die Fänge der Verblödungsmafia begeben hat. Was können wir also gegen diesen Geistesdünnpfiff tun? Die Leute in unserer Umgebung belehren. Zeigt ihnen diese Animation, teilt den Mist und sorgt dafür, dass unsere Gesellschaft ein Stück weit immuner gegen RTL und Verblödungs-TV wird. Also aufklären, abschalten und Äffchen kaufen. So Leute, wir haben diesmal wirklich die Möglichkeit, was gegen RTL zu bewirken. Und zwar sind wir mit dem letzten DSDS-Finale für den Webvideopreis nominiert. Und sollten wir da gewinnen, kriegen wir schon relativ große Medienaufmerksamkeit und könnten dadurch wirklich der Welt mal zeigen, dass wir uns nicht länger verarschen lassen wollen. Und es wäre natürlich ein Riesenzeichen mit dem Mittelfinger gegen RTL und DSDS. Was ihr dafür tun könnt, ist einfach einmal in der Videobeschreibung auf den Link klicken und dort einfach einmal voten. Das funktioniert einmal pro Tag, indem man den Link twittert, liked und +1. Das ist ganz easy. Drückt die Daumen. Am 25. ist die Live-Übertragung vom Webvideopreis und dann schauen wir mal, wie weit wir mit der DSDS-Parodie gekommen sind, oder? Danke, dass ihr dieses Jahr wieder dabei wart. War mega witzig mit euch und see ya!